Willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli. Leider ist die letzte Aufnahme ein bisschen verkackt gewesen. In der Aufnahme wird es auf jeden Fall ein bisschen besser werden, denn jetzt habe ich das richtige Mikro wieder dran. Ja, Problematik im letzten Part ist also behoben. Aber ich habe was Cooles für euch, denn ihr werdet es mir nicht glauben, aber Leute, ich habe es geschafft. Ich habe den Pokémon-Platz hiermit verbunden und kann euch jetzt endlich zeigen, ja, was ihr hierdurch bekommt durch den Pokéball Plus. Oh, ich sehe gerade, wir haben das Texttempo noch gar nicht hochgestellt. So, könnt ihr mal einstellen. Jo. Denn das Pokéball Plus gibt nämlich nicht nur, naja, einen cooleren Controller so gesehen, sondern auch noch ein Geheimgeschenk. Und was das sein wird, das schauen wir uns jetzt auf jeden Fall an. Denn wir haben hier per Pokéball Plus Empfang, und wir haben es gerade schon so ein bisschen gehört, es ist nämlich Mew. Und, oh, ich habe leider gerade keine Internetverbindung drin. Das ist ein bisschen problematisch. Dann zeige ich euch Mew halt erst in den nächsten Parts. Ja, dann tut es mir doch irgendwie leid. Dann wird es leider doch nichts. Weil ich habe jetzt keinen Bock, jetzt das ganze Team hier zu updaten. Mache ich dann in den nächsten Parts ready, damit ihr euch Mew mal anschauen könnt. So, jetzt verschiebe ich erstmal den Block so, dass wir... Ey, Bruder, kannst du bitte... Dankeschön. So, jetzt nochmal... Und nochmal. Ja, dann werde ich das wahrscheinlich erst im nächsten Part zeigen. Tut mir leid. Ich hätte es gerne jetzt noch gezeigt, aber ich habe jetzt keine Lust, noch extra ein System-Update dafür zu machen. Nur für Mew. Macht, finde ich, keinen Sinn. Aber gut. Wir kommen jetzt zum letzten Teil dieser Höhle hier, die echt extrem nervig sein kann, wenn man sie noch nie gespielt hat. Weil, ich sag mal so, die Siegelstraße ist schon ein bisschen ekelhaft. Also, beim ersten Mal spielen hatte ich auch immer so ein bisschen Struggle hier, aber mittlerweile, ja, kann ich sie eigentlich ganz gut, glaube ich. Wir werden es auch heute dann mal sehen, ne, wie gut ich sie eigentlich kann. Vielleicht verkacke ich auch total noch, wer weiß. Oh, Hypnose, oh nö. Muss das jetzt sein? Muss er jetzt Hypnose machen? Really? Muss das sein, Digga? Finde ich gar nicht geil. So, versuchen wir es nochmal. Vielleicht kommen wir aus dem... Nein, wir kommen natürlich nicht aus dem Prinzip raus. War klar, Psychokinese. Oh, das wird killen, schätze ich mal, oder? Nee, tut's nicht. Bitte, komm aus dem Schlaf raus. Oh, als ob. Vielleicht überleben wir einen Hit noch. Aber dann... Traumfresser. Really? Ja, Traumfresser. Dreckshypno. Erstmal Schläfer, das ist ein. Und dann hat er noch Traumfresser. Blödste... Naja, nicht blödste Kombo, aber schon eine dumme Kombo eigentlich. Egal. Gehen wir mit Dicktree rein. Wir haben auch die Hälfte unserer Pokémon schon tot. Sollten wir uns vielleicht mal drum kümmern. Wir könnten mit Tiefschlag reingehen. Wir können aber auch safe in Erdbeben gehen. Ich gehe aber lieber, ne, risky rein für den Tiefschlag. Und das funktioniert sogar noch perfekt. Und es killt natürlich. Hypno ist down. Ich muss auch sagen, das Fangen macht viel mehr Spaß mit dem Pokéball Plus und ist auch viel chilliger. Ich habe es halt jetzt in Streams immer gemerkt beim Shiny Hunten. Und da ist es Lamus. Ja, wie gesagt, ich habe es beim Shiny Hunten immer gemerkt. Es ist viel chilliger, mit dem Pokéball Plus zu spielen. Oh, das macht nicht so viel Damage. Vielleicht gehen wir doch lieber für einen Tiefschlag mal. Oh, Surfer wird uns aber killen. Oder tanken wir das? Okay, tanken wir nicht. Schade. Was habe ich denn noch so am Start, ist die Frage. Arcani und Simsala. Wir könnten das mit Toxin natürlich reinhauen. Surfer wird uns aber killen, das kann ich jetzt schon sagen. Ich hoffe, dass wir den einen oder anderen Beleber am Start haben. Psychstrahl wird bestimmt nicht reichen, das Ding. Aber Toxin sollte gut Damage machen über die nächsten Runden. Ekelhaftes Lamus. Was anderes sage ich dazu nicht. Ekelhaftes Lamus. Einfach Psychokinese. Das bringt nicht viel, Bruder. Das hätte ich dir auch schon vorher sagen können. So. Was ein Idiot. Was ein Idiot. Was könnte ich denn machen? Nachtnebel könnte ich eigentlich gehen. Bringt wahrscheinlich nicht so viel, aber mehr als Psychokinese, Psychostrahl wahrscheinlich. Und Toxin sollte auf jeden Fall schon mal ganz guten Damage erstmal machen. Ja, Nachtnebel macht auch gerne... Digga, geht nicht für den Surfer? Bist du dumm? Bist du dumm, Lamus? Er geht nicht für den Surfer. Das ist ziemlich dumm, muss ich sagen. Und Lamus ist down. Perfekt. Hat sich das auf jeden Fall geklärt. Ja, keine Ahnung, warum er jetzt nicht für den Surfer gegangen ist. Verstehe ich gar nicht, weil... das Ding hat uns sofort rausgehauen. Ihr wisst ja, Simsala ist nicht gerade das beste Pokémon, was Verteidigung, Spezialverteidigung angeht.
Da wären wir auf jeden Fall easy down gewesen, hätte einfach nur Stuff eingesetzt. Und ich hatte noch 14 Beleber am Start. Okay, wir können ja mal das ganze Team hier noch beleben. Ich bin ja ziemlich underlevel, wie ihr wisst. Ich werde auch nochmal vor der Top 4 und vor der Liga ein bisschen heilen. So, ich mache wahrscheinlich heute alles fertig hier. Das ganze Projekt noch. Deswegen erstmal... Oh, lieber Heiler. Nee, lieber Trank. Heute wird das ganze Projekt fertig aufgenommen. Da werde ich auch mal durchkommen hiermit. Weil, kann ja nicht sein, dass ich jetzt so lange hier noch dran sitze. So. Simsalar wird auch noch gegönnt. Und Diktri kriegt auch noch eins. Und Bibor kann auch noch einen Hypertrank gönnen. Wobei wir Bibor eigentlich bisher gar nicht so oft brauchten, muss ich sagen. Auch nicht so schlimm eigentlich, weil... Ja, ist eigentlich ganz gut, dass wir es nicht so oft brauchen. Okay, hier bräuchten wir dann... Ah ja, ich weiß schon, wie es geht. Wir müssen nämlich... Oh, Schutz-Item wirkt nicht mehr. Wir haben aber noch einen Schutz. Ist das Gute? Beziehungsweise wir haben einen normalen Schutz hier. Wird zwar nicht alle Pokémon von uns weghalten, aber schon mal die meisten. Und wie viele Bälle haben wir eigentlich am Start? Weil tendenziell... Ja, das sollte reichen. Okay, okay, perfekt. Ja, tendenziell werde ich vielleicht gleich ein bestimmtes Pokémon mal fangen. So. Top Genesung noch mit am Start. Ich glaube sogar, das ist direkt schon da oben, was ich... Genau, ich muss hier hin. So. Ich kenne den Weg hier noch. Ja, easy. Wir müssen eigentlich nicht runter, aber ich gehe trotzdem runter, weil... Ah, nee, die hätte unser Pokémon aufgehalten, ne? Dumm von mir. Richtig dumm von mir. Dass ich das nicht richtig gemacht habe. So. Müssen wir die eigentlich umstellen hier? Weil ich habe die Vermutung, dass wir den Stein eigentlich gar nicht umschieben müssen, oder? Kein Plan mehr. Aber wir machen es trotzdem mal. Wir können ja mal alles so ein bisschen erkunden hier in der Höhle, weil so weit ist es gar nicht mehr bis zum Ende der Höhle. Die ist wirklich nicht so schlimm, wenn man sie gut im Kopf hat. So, den haben wir jetzt gleich fertig. An den Stein kann ich mich gar nicht erinnern. Weil an sich müssten wir erst später einen Stein noch umhauen, oder? Bin ich blöd. Nee, das war richtig. Den mussten wir wirklich umhauen. Okay, dann sage ich nichts dazu. Ja. Eigentlich müssen wir tendenziell gar nicht darunter, aber, Leute, aber, da gibt es ein bestimmtes Pokémon, was ich mir catchen möchte, nämlich Lavados. Und, für Lavados, ich glaube, ich bleib sogar drin mit Pikachu. So, wir machen gar keinen Safe oder so, wir chillen einfach hier, wir machen jetzt Lavados und schauen, was passiert. Lavados ist ein ziemlich krasses Pokémon, könnte uns auch vielleicht ganz gut in der, bei der Top 4 weiterhelfen, müssen wir mal schauen. Aber vielleicht lasse ich es auch gar nicht ins Team nehmen. Vielleicht chill ich mit meinem normalen Pokémon erstmal. Lavados wurde freigesetzt und wir müssen es jetzt erstmal noch besiegen, bevor wir überhaupt es fangen können. Auch noch wichtig zu erwähnen, deswegen eigentlich ganz gut, wenn wir mit Donner direkt... Oh, Hitzewelle. Hätte ich vielleicht besser mal die andere Attacke von Pikachu eingesetzt. Wir haben 5 Minuten Zeit, es zu killen. Das ist auch eine wichtige Sache. Wir haben 5 Minuten Zeit, das Ding zu killen. So. Also es wird jetzt nicht so schwer sein, das Teil zu killen, glaube ich. Schwerste Pokémon zum Killen ist immer noch Mewtwo. Dazu kommen wir aber später. Warum das so schwer ist. Das werdet ihr noch alle erfahren. Es ist ziemlich ekelhaft. Aber gut. Okay, fast die Hälfte an Damage. Ja, wir werden wahrscheinlich jetzt gekillt werden von ihm. Ja, mit Luftschnitt. Ich glaube, wir müssten schneller sein mit Simsalar. Obwohl, wir sind halt nicht auf so einem hohen Level, ne? Aber wir könnten trotzdem schneller sein. Und dann Ziehstrahl einsetzen. Es wird zwar nicht so viel Damage machen und dann, wir werden es nicht überleben, ne? Aber trotzdem, Ziehstrahl. Oh, er hat verfehlt, perfekt. Wir waren zwar nicht schneller, aber er hat verfehlt. Und er, oh, er kriegt die Verwirrung. Perfekt, wenn, Alter, wenn Simsalar das jetzt schafft, ne? Bitte triff dich selber. Nice, ja, Simsalar hat es geschafft. Also kriegt er auch die meisten Erfahrungspunkte. Das ist ziemlich gut, weil er braucht noch... Ein Level, dann hat er nämlich Psychokinese. Ah, er kriegt gar keine Erfahrungspunkte. Okay, gut, dann halt nicht. Egal, da ist ein riesiges Lavados. Das ist auch natürlich Killer. Nehmen wir direkt eine goldene Himbeere zum Start. Und let's go. Also, ich glaube, Lavados habe ich im First Pokéball letztens gecatcht. Wenn man einen Spielstand. Und die anderen Pokémon waren ein bisschen schwieriger. Also, Zapdos, Arctos. Aber ja, schauen einfach mal. Okay. Es könnte ein bisschen dauern. Es könnte ein bisschen dauern. Aber ich habe Zeit und 20 Pokébälle. Und im schlimmsten Fall halt noch ein Meisterball.
den ich eigentlich ungern einsetzen möchte. Oh, der macht direkt wieder Faxen. Ich gehe nochmal für eine goldene Himbeere. Oder, ja, wir haben auch noch silberne am Start, aber golden ist natürlich immer ganz nice. So. Oh, und ich verkacke wieder den nächsten Ball. Weil die ganze Zeit Faxen macht. Oh, fuck. Wenn wir einmal die goldene Mitte treffen würden, das wäre natürlich Killer. Okay. So. Ah, damn, da hat er sich gerade bewegt. Sonst hätten wir, glaube ich, sogar die Mitte ganz gut getroffen. Zwei. Nein. Okay, da bin ich nicht dran. Ja, das ist ein bisschen schwer, das Ding zu fangen, aber... Oh Gott, wir tun es trotzdem an. So. Komm, eins. Zwei. Nein. Okay. Ich werde nochmal eine goldene Himbeere versuchen. So. Wie gesagt, ich möchte ungern für den Meisterball eigentlich gehen. Oh. Echt eine Methode, die ich eigentlich ungern benutze, aber hey, manchmal muss es sein. Eins. Zwei. Drei. Oh, das war echt close. Das war close. Oh, jetzt hat er gerade echt sehr komisch geworfen. So, wir warten, bis er nochmal in der Nähe ist. So. Warum er jetzt auch gerade so krass nach rechts zieht mit den Hyperballen? Ich weiß es nicht. Eigentlich habe ich gar nicht so krass nach rechts gezogen, aber... Oh, fuck. Wäre das jetzt der gewesen, der jetzt drin geblieben wäre? Oh, als ob. Musste er direkt nochmal so rumschreien. Das hätte nicht sein müssen. Das hätte echt nicht sein müssen, Bruder. Zwei. Drei. Oh, damn. Ekelhaftes Pokémon zum Fangen. Sehr ekelhaftes Pokémon. Aber alle drei sind schlimm, was das angeht. Und es ist drin. Wir haben Lavados gecatcht. Nice. Perfekt. Okay, Hälfte von Level vom Simsala ist schon fertig. Heißt nur noch die andere Hälfte füllen und dann haben wir endlich unsere Psychokinese. Ja, endlich. Endlich. So, okay, das war's mit Lavados. Das ging eigentlich ganz gut. Können wir mal direkt schauen, wie die Werte von Lavados so sind. So. Weil ich glaube, die Werte können verschieden sein und das Ding ist ja auch gerade schon, wie heißt es? Groß. Deswegen, keine Ahnung. Exzellentes Potenzial. Sensationelle Initiative. Sensationelle KP. Sensationeller Angriff. Und fantastischer Spezialangriff. Killer. Killer das Teil. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht bad. Da freue ich mich definitiv drüber. So. Was ich aber sagen wollte ist, wir haben den einen Stein ja umgehauen. Das heißt, wir können jetzt hier hinten weitermachen. Denn hier kommen wir nicht mehr weiter, was die Siegestraße angeht. Nämlich nur hier geht's weiter. Bei der guten Dame hier. Ich habe natürlich nicht geheilt, ich Trottel. Sonst hätte ich meinen Pikachu direkt am Anfang gehabt. Das natürlich immer relativ gut ist mit Britzelturbo. Der OP-Attacke von Pikachu. Ass-Trainer Anna. Mit Dragonier. Sie hat Dragonier. Was habe ich denn am Start? Akani. hast du Wutanfall rein zufällig, Akani? Nee. Okay, wir könnten mit Bibor reinhauen, ne? Da könnte Bibor mal was Gutes machen. So. Da habe ich Bock drauf, Bibor, dass du das Ding jetzt mal zerstörst. Ich hoffe, er killt dich jetzt nicht. Das wäre nämlich ziemlich blöd. Surfer. Oh, das wird ganz gut reinhauen, glaube ich. Zwar nicht killen, aber der doch, es macht schon guten Damage. Aber wir können jetzt für einen Wutanfall gehen. Das ist nämlich eigentlich mal gar nicht so eine schlechte Idee. Bam! Und ich glaube, die hat auch nur Drachen-Pokémon. Deswegen eine ganz gute Idee, damit Wutanfall reinzugehen. Ah, fuck. Problematisch ist halt nur, dass es nicht instant killt. Und wir wahrscheinlich gleich schon unsere Verwirrung reinbekommen nach dem zweiten Wutanfall. Und wir den nächsten auch nicht outspeeden werden. Am besten switchen wir dann nochmal raus. Ich weiß halt auch nicht, was der nächste Pokémon ist. Noch ein Dragonier oder... Kann ja recht, Level 43, perfekt. Ich glaube, jetzt kriegt Bibor nochmal die Verwirrung rein. Wenn nicht, können wir... Ne, Knuddeluff. Da gehen wir lieber raus. Ich hätte schon Bock, mit Diktier und Erdbeben reinzugehen. So. Und Bibor hat jetzt eh noch seine Verwirrung, glaube ich, gekommen. Glaube ich zumindest. Wenn nicht, dann... Okay, krass. Aber ich glaube schon, dass er noch die Verwirrung bekommen hätte. Knuddeluff kriegt erstmal Erdbeben rein. Mal sehen, wie viel Damage das macht. Ich habe echt keinen Plan. Oh, nicht mal die Hälfte, schade. Zauberschein. Ach ja, es ist ja schon Typ Fee, ne? Oh, damn. Wir müssen jetzt schon Hyrule Crit landen schon, eigentlich. Das wäre jetzt Killer. Ah, fuck. Oder sie trifft jetzt nicht. Na, sie trifft. Shit. Egal. Wir könnten mit unserem Simsala easy outspeeden, deswegen
Let's go Simsala. Und mit ihm können wir dann vielleicht sogar jetzt das nächste Level abholen, um die Psychokinese schon zu erlernen. Obwohl, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das sind zu wenig Erfahrungspunkte, die wir bekommen durch Knuddelluft. Oder? Ich meine, es ist immer noch Knuddelluft, ne? Nee, zu wenig. Viel zu wenig. Nocturne. Okay, aber das ist gut. Wir sind schneller als Nocturne. Wir geben eine Psycho... einen Psychstrahl. Ich wollte schon Psychoschub sagen. Aber Psychstrahl. Sollte vielleicht sogar reichen. Nee, tut's nicht. Aber er wird uns nicht killen, glaube ich, oder? Nice Heap. Nee, tut auch nicht. Boah, er hat uns jetzt eingefroren. Nur, dass wir jetzt ekelhaft as fuck geworden. Aber nee, hat er nicht. Perfekt. Nocturne ist down. Ich Idiot. Mir fällt gerade auf, wir hätten unsere Easy auch bei der Officer Rocky heilen können. Und ich bin einfach in den Kampf gegangen, ohne mich zu heilen. Das war auf jeden Fall sehr schlau. So. Weil, wenn ihr jetzt hier guckt, die heilt unsere Pokémon eben kurz auf. Hätten wir easy maken können. Aber ich war dumm und hab's vergessen. So. Was ist da eigentlich für ein Pokéball? Vielleicht Schutz oder sowas? Das wäre Killer. Na, Top-Trank. Schutz wäre auch zu gut gewesen. Ah, ich habe noch ein Schutz-Item, perfekt. Oh, nein, ich wollte gar nicht mit Akani reden. So, das Ding haben wir gerade eben runtergehauen da hinten. Und, oh, das ist noch ein Item. 5 goldene Nanabären, okay. Hier müssen wir mit einem kämpfen. Ich glaube, durch die Mitte können wir gar nicht durch. Mit einem müssen wir gegebenenfalls kämpfen. Okay. Mal sehen, was die gute Dame so am Start hat. Oh, wieder 3 Pokémon. Die haben alle 3 Pokémon. Ich komme nicht klar. Rosana. Okay, okay. Rosana Psycho. Eis. Ich glaube, wir haben... Ich nehme einfach Donner. Komm. Wir sind eh schneller. Nice, wir treffen sogar. Perfekt. Hälfte Damage mindestens mal. Oder? Nee, nicht mal. Okay. Todeskuss. Really? Muss das... Oh, Killer. So muss das sein. Komm, Britzelturbo. Ich weiß nicht, macht das mehr Damage in dem Fall? Ja, macht es. Okay. Auf Rosana macht das mehr Damage. Wahrscheinlich die Verteidigung nicht so gut wie die Spezialverteidigung. So. Und Level 47 Pika Pika. So muss das sein. Was ist ihr nächstes Pokémon? Akani. Kommt Jonas rein mit einer Koskale. Das sollte gut Damage machen. Definitiv. Ja, Kaskade, let's go. Wutanfall. Oh, das wird reinhauen. Das wird reinhauen. Ja, okay, nicht mehr die Hälfte. Okay, gut, aber das sollte schon mehr machen als die Hälfte, ne? Perfekt. Er ist im Wutanfall gelockt, ist egal. Er wird uns outspeeden, ja. Solange er nicht crittet, ist alles okay. Okay, Crits sind nicht perfekt. Ist verwirrt, perfekt. Und Akani wird umgehauen, perfekt. Nice. Simsala reicht Level 45, bitte. Ja, er kann endlich Psychokinese lernen, geil. Weiß Psychokinese, Leute. 90er Attacke. Psychstrahl ist nur 65, ihr seht. Psychokinese schon definitiv besser. Definitiv. So, zwar nicht die beste Attacke, die er lernen könnte jetzt, aber schon mal auf jeden Fall gerade ganz gut. So, Simsala als nächstes rein. Und dann kann er direkt mal mit Psychokinese reinhauen. So. Gegen das Golbat. So. Let's go. Und rein mit der Psychokinese. One hit perfekt. Wow. Geil, endlich mal Psychokinesen-Simsala. Darauf habe ich mich die ganze Zeit gefreut, mit dem durchzuhauen. Richtig nice. So. Okay, was müssen wir jetzt machen? Müssen wir eigentlich überhaupt... Genau, wir müssen eigentlich nur den hier nehmen. Da durchhauen. Und hier rein. Das war's eigentlich. Weil jetzt können wir mit dem... Bam. Bam. Ach, das ist ziemlich abfuck, dass wir jetzt so die ganze Zeit durchgehen müssen. Aber okay, uns bleibt wohl nichts anderes übrig. Leider. Schade. Weil, das ist fucking langweilig. Aber gut. Wir müssen die ganze Zeit das Ding jetzt auch da drüben hauen. Also ich habe, glaube ich, ganz gut... Ich bin ganz gut endlich durch die Siegestraße gekommen, muss ich sagen. Und da oben ist noch ein Pokémon, den wir holen können.
Da seht ihr auch schon das Plättchen, wo drauf der Stein geschoben werden muss. So. Zweimal einsetzen. Das ist blöd, dass man nicht die ganze Zeit durch... Ne? Man kann nicht dagegen laufen, weil früher konnte man noch dagegen laufen, damit das weggeschoben wird. Und jetzt muss man die ganze Zeit dagegen drücken noch. Unnötig. Viel zu krasser Zeit auf... Also, viel zu schlimm. So, dann der Pokéball hier noch. Solarstrahl, okay. Auch Killer. Und jetzt kommt der letzte Trainer. So, das macht direkt einfach einen Rizel raus und einen Mascher, krass. Das wird auf jeden Fall mal heilen. Den guten Jonas. Letzter Trainer, den wir hier besiegen müssen, soweit ich mich erinnern kann. Den Rest können wir vorbei. So, und der ist das letzte Hindernis, so gesehen, vor der Top 4. Das Ende der Siegestraße. Okay, Pokémania Klaus mit Schlurp. Boy. Boy, wirklich? Ein fucking Schlurp. Oh, okay, es passt zu seinem Aussehen so ein bisschen, weil er diesen Fleckmann-Style hat, der auch so ein bisschen pink ist. Aber hey. Ah, nicht mal Hälfte. Macht Donner mehr Damage auf ihn? Ich habe keine Ahnung, ob seine Verteidigung lower ist oder die Spezialverteidigung. Ich habe keinen Plan. Ich glaube aber, die Spezialverteidigung müsste lower... Er hat verfehlt. Müsste lower sein. Heißt, es könnte sein, wir könnten schon mit Donner hier killen, wenn es trifft halt. Nice, danke dir. Ja, es ist minimal besser. Oh, ein bisschen ausgewichen. Ja, so OP das Pikachu, so OP. Aber gut, Britzelturbo, let's go. Und Schlurp ist down. Nice one. Was sind seine letzten beiden Pokémon? Onix. Da möchte ich natürlich gerne mit meinem Gyarados und Kaskade rein. Definitiv sollte das ausreichen für Onix. Solange er natürlich nicht meinen Flugtypen so ein bisschen anfällt, ist es gar nicht mal so bad. Oh, es killt. Es one hit. Perfekt. Dann haben wir das ja geklärt. Passt es ja. So. Okay, ein Pokémon hat er noch. Was ist Turzok? Können wir nicht direkt wieder auf Pika Pika gehen? So. Und da gehe ich sogar für Britzelturbo. Da gehe ich sogar für Britzelturbo. Obwohl, ich weiß nicht. Ich weiß halt auch nicht, ob da die Spezialverteidigung oder die Verteidigung niedriger ist. Ich glaube halt einfach mal, dass die Verteidigung höher ist als die Spezialverteidigung. Also müsste doch noch viel mehr bringen. Oh, wir sind ausgewichen. Komm. Triff. Ich bin für Slam gegangen. Ich glaub's nicht. Ich bin außersehen für Slam gegangen. Richtig dumm von mir. Richtig dummer Missplay von mir. Wirklich sehr dumm. Ich bin abgerutscht. Das Problem ist, beim Pokéball Plus ist halt die A-Taste auf den Joystick, womit man sich bewegen muss. Was halt auch natürlich ziemlich dumm ist, muss man sagen. Aber hey. Und da bin ich gerade abgerutscht und auf Slam gekommen. Abfuck des Todes. Okay, Psychokinese. Let's go. Okay, oh, er wird uns killen. Außer wir überleben das wieder mit 1 KP, weil wir so cool sind. Nee, er tankt es sogar. Heftig, er tankt mal etwas. Ja gut, nur die Verteidigung ist, glaube ich, bei ihm krass scheiße. Die Spezialverteidigung geht noch so. Aber wenn man auf seine Verteidigung geht, also mit einem normalen Angriff, und also mit einem physischen Angriff angreift und nicht mit einem speziellen, dann ist der Sinnsonder, glaube ich, ganz krass am Arsch. Aber das geht gerade noch. Gut. Das war der letzte Trainer. Jetzt können wir easy durch. Wir müssen, glaube ich, sogar nur da hoch, ne? Oh, das ist ein Zubat. Und dann sind wir schon da beim Ausgang. Oder ich glaube, ein Trainer ist noch da, oder? Nee, ist es nicht. Das war's. Das war's. Das Mashok steht zwar noch gerade im Weg, aber... Leute, wir sind da. Wir sind am Ende der Siegestraße angekommen. Und sind jetzt... bei der Pokémon-Liga. Boah, sieht das heftig aus. Was haltet ihr von der Pokémon-Liga? Sieht schon heftig aus, oder? Let's go. Auf zur Pokémon-Liga.
Wir fangen damit im ersten Part mit den ersten beiden Mitgliedern der Top 4 an. Im zweiten Part mit den zweiten, also mit den nächsten zwei der Top 4. Und im dritten Part der Pokémon-Liga machen wir den Champ fertig. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in den nächsten Folgen wieder. Auf jeden Fall einschalten, wenn es dann zur Top 4 bzw. zum Champion geht. Bis dann und ciao. Haut rein, euer Sirlo.